Jetzt geht es endlich ans Hobeln. Aber zuerst müssen wir die, kommt nicht so auf die Oberfläche an, sondern erstmal, dass wir die Plan kriegen. Das heißt, da hier zum Beispiel, der wackelt ja komplett. Weil da, auf der Oberkante haben wir ihn ja gerade geschnitten. Da haben wir alles gerade gemacht. Und unten ist er immer noch schief und krumm. Das will ich aber so lassen, dass wir nicht so ein geschniegeltes Brett haben. Aber dann müssen wir es quasi hinten und vorne unterlegen, dass es nicht mehr so klappert. Und diese ganzen Stellen, die wir halt verkackt haben, erstmal wegkurbeln. Das machen wir in der Raubbank, nur großen. Fluchtmaß mal alles ein, machen es mit dem Richtscheit. Aber das machen wir jetzt zusammen. Ich habe jetzt hier vorne schon ein Brett angeschraubt, dass wir einen Anschlag haben für unser Brett, dass wir beim Vorhobeln einen Anschlag haben. Wir gucken mal, ob das so passt. Ansonsten bauen wir uns mal was Richtiges. Da baue ich mir jetzt einfach einen hinteren Anschlag. Lass das hier vorne so einen Zentimeter überstehen, die Vorderkante. Da haben wir jetzt hier hinten unseren Anschlag. Theoretisch kann es schön nicht mehr weg. Aber das Wichtigste ist, lassen wir es weg. Dazu nehmen wir einfach so ein Unterlegholz, ein Klotzholz. Gehen auf die Stelle, wo es dann irgendwann straff wird. Nicht hochdrücken, bloß straff unterlegen. Machen wir jetzt vorne und hinten. Also hier passt das wunderbar. Das müssen wir darum machen, wenn wir hier mit dem Hobel drauf sind, dass wir es nicht runter drücken, dass wir immer schön auflappen mit dem Hobel. Das Ganze machen wir natürlich hinten und vorne. Und ihr dürft auf keinen Fall hoch, bloß straff drunter. Sonst hobeln wir zu viel weg. Jetzt spannen wir hier ein Holz dran. Machen das mit der Zwinge fest. Durch die Schräge drückt es das gegen diese Leiste und dann ist alles felsenfest. Jetzt nehmen wir uns das Richtscheit. Gucken wir erstmal, wo was weg muss. Hoho. Gut. Wie wir sehen, liegt man vorne auf. In der Mitte haben wir ordentlich Platz. Hinten liegt man auch wieder auf. Das ist ganz normal. Wir haben ja die Achterbullen in der Mitte getrennt, dadurch hat sich das entlastet und hat quasi so einen Bauch gemacht. Deswegen machen wir vorne, das heißt hier, und hinten kurbeln wir weg und dann haben wir es wieder gerade. Dazu nehme ich jetzt erstmal den kleinen Freund hier. Hier viel weg. Fuck. Prüfen wir zwischendurch immer mal. Wir auf einem guten Weg sind. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir nehmen jetzt hinten noch was weg. So. Hobeln tun wir natürlich immer mit der Phase. Prima, prima, prima. Da nehme ich schon gerne einfach einen kleinen Winkel. Das ist alles prima. Das sieht schon ganz gut aus. Ah, das sieht schon geil aus. Wenn die Flucht jetzt passt,
gibt es hier noch so lauter kleine Einschläge. Dann nehmen wir uns einfach Wurzhobel. Wirklich, ihr seht man, da nimmt man nicht mehr viel ab. Gehen wir jetzt einmal noch drüber. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt ist es wirklich absolut plan. Jetzt mal schön diagonal gucken. Das passt auch. Und andersrum auch. Supi-dupi! Woohoo! Ich habe jetzt noch einige vor mir, die werde ich jetzt alle abrichten. Danach fügen wir die mit der Tauchsäge. Legen wir quasi ein bisschen Schiene ab. Machen rechtwinkligen Schnitt. Und dann können wir die alle ineinander leimen. Ich mache es wahrscheinlich mit Lamellos. Macht es leichter, PU-Leim. Ich lege jetzt los. Wir sehen uns, wenn alles fertig ist. Guckt euch den Kack an. Schöne Metallnadel. Ja, alles zur Fratze gemacht. Scheißen Dreck. Müssen wir mal gucken, ob wir den Kräbel hier rauskriegen. Scheiße. Und da hatte ich vorher wirklich geguckt, ob hier was drin ist. Ey, genau in der Mitte. Seht ihr das? Nee, war. Ein Scheiß. Mitten im Boden vor allem. Granatsplitter oder irgendwas. Das ist das Ergebnis der letzten Tage. Ich habe alles abgerichtet, schön gehobelt, geputzt. Ganz in Ordnung ist es noch nicht. Das machen wir dann, wenn die Fläche fertig ist. Wenn wir wissen, wie die Übergänge geworden sind. Und so wie es jetzt liegt, da hatte ich gefragt, welches den ganzen Leuten besser gefällt. Sie haben sich für die Variante entschieden, die jetzt da liegt. Aber ich persönlich habe mich für die entschieden. Sieht irgendwie fresher aus. Und so legen wir das jetzt das Ganze mal. So haben wir dann dieses Ergebnis. So, Kern an Splint ist nicht so in Ordnung. Aber dass es alles relativ nah am Kern ist, dürfte es da keine Probleme geben. Und wie gesagt, da habt ihr gleich einen Versuchskörner gehabt, dass das so funktioniert. Wir machen als nächstes folgendes: Wir sägen oder wir bringen jetzt hier einen rechten Winkel dran. Weil die passen ja alle noch nicht, wie man hier sehen. Die sind alle noch relativ komplett scheiße. Und deswegen legen wir unsere Frischheit drauf, die Sägeschiene, schneiden die ab, dann haben wir unsere rechten Winkel auf beiden Seiten und dann kommt noch Lamellos rein. Oh, wollten wir mal fetzen und klappt das nicht. Super. Weil die komplett unterschiedliche Höhen haben, das heißt, wir können die nicht irgendwie zusammenzwingen von unten und oben. Deswegen gehen wir mit den ganzen Dingern hier eine Führung, dass sie dann alle eine Ebene sind und unten drunter ist es dann komplett wellig, so wie wir das wollen. Los geht's mit dem Abrichten. Fügen. Aber das kommt dann in Teil 3. Dann heißt es fügen, verleimen und Lamellos fräsen. Teil 4 wird dann eine richtig wilde Kiste, denn dann heißt Gradleiste aus Epoxidharz. Ja, Spoiler-Alarm, ihr habt richtig gehört. Ob das gut geht? Wer weiß. Danke, dass du mein Video bis hierher geschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen. Hast du Fragen oder Anregungen, schreib es unten in die Kommentare. Wir lösen dein Problem. Jetzt heißt es für dich, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gebe dir einen fetten Kuss auf die Nuss und denke mal dran. Einfach machen, der Fehler macht dich besser. Bis dann, ciao, Kakao.